eigentlich ein Cookie? Bis vor kurzem hätten wahrscheinlich die meisten gesagt, ein Cookie ist sowas hier. Ein Plätzchen, ein Keks. Genauer gesagt, die englische Bezeichnung dafür. Und dann kam die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung. Und mit dieser Datenschutzgrundverordnung weiß plötzlich jeder, was ein Cookie ist. Na, zumindest kennen wir alle diese, naja, zugegeben nervigen Banner, die auf Webseiten darüber informieren, dass Cookies angelegt werden. Und dabei ist eigentlich der Cookie etwas total Sinnvolles und es gibt ihn auch schon viel länger als die DSGVO, nämlich seit 1995, damals mit dem Netscape Navigator, wurde der Cookie eingeführt. Cookie ist nichts anderes als eine kleine Textdatei, die lokal, also das heißt auf dem eigenen Computer, auf dem eigenen Tablet, auf dem Smartphone gespeichert wird und die Informationen über die Tätigkeit des Nutzers oder der Nutzerin auf der jeweiligen Seite speichert, aber nur eben lokal auf meinem Rechner. Da steht zum Beispiel drin, dass wenn ich auf einer Seite eine Suchanfrage ausgeführt habe oder ich habe zum Beispiel beim Online-Shopping habe ich etwas in den Warenkorb gelegt. Damit ich dann nicht, wenn ich zum Beispiel die Seite verlasse und später wieder zurückkomme, damit eben entsprechend die Dinge noch im Warenkorb sind, die ich ursprünglich da reingelegt habe, dafür gibt es solche Cookies. Also eigentlich sollen sie uns das Leben im Netz erleichtern. Nun ist es aber so, dass einige Webseiten diese Cookies ausnutzen. Und das sind die sogenannten Drittanbieter-Cookies. Das heißt also Webseiten von anderen, also Cookies von anderen Webseiten, auslesen auf dem lokalen Computer. Klar, ne? Wenn wir durch das Netz surfen und heute auf dieser Seite, morgen auf jener Seite, dann sammelt sich da eine ganze Vielzahl von Cookies. Wenn wir etwas Bestimmtes gesucht haben oder auch etwas in den Warenkorb gelegt haben, dann finden sich entsprechend auf dem Rechner lokal diese entsprechenden ganzen Textinformationen. Das ist übrigens auch der Grund, warum es manchmal passiert, dass man plötzlich Werbung für Dinge bekommt, die man vorher gegoogelt oder vielleicht auch in den Warenkorb gelegt hat. Daher kommt das, nämlich wenn andere Webseiten diese Cookies von anderen Webseiten wiederum, von Drittanbietern, von dritten Webseiten auslesen. Ja, und da das natürlich nicht unbedingt Datenschützerinnen und Datenschützer erfreut, ist nach der Datenschutzgrundverordnung das Anlegen von Cookies zustimmungspflichtig und daher kommen diese Banner. Dummerweise ist es aber so, dass ohne das Anlegen von Cookies man die Webseiten gar nicht richtig nutzen kann. Und das natürlich auch nicht so richtig im Sinne des Erfinders. Wir klicken dann alle, weil bestimmte Buttons dann besonders groß alle Hinweise akzeptieren, klicken wir dann entsprechend darauf und dann werden die Cookies weiter angelegt. Was kann man machen? Man kann die Cookies regelmäßig löschen, aber dann kommen halt immer wieder diese Banner. Und da sieht man, dass eine Innovation, die eigentlich sinnvoll war, eigentlich gut schmecken soll, dann doch wieder nach hinten losgeht. Aber so wissen wir zumindest alle, was Cookies sind.